So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Trivolos Let's Play. Eine neue Runde. Sky Factory 2. Und bei mir mit dabei, der Kalle. Hallo. So, heute. Ja, ich bin hier im Deep Dark. Was machen wir denn heute? Heute zeige ich mal erstmal ein kleines Update. Nach der letzten Folge habe ich mich noch ein bisschen rangesetzt und habe schon mal so ein bisschen die Lava, ich möchte mal sagen, outgesourced. Oh ja, das habe ich gemacht. So, und da habe ich mich erstmal eines Ender-Tanks bedient und habe mich, und habe halt mit Transfer-Pipes aus, X-Ray Utilities, genau, aus X-Ray Utilities habe ich das Ganze erstmal so verwendet. Ich habe das hier mal mit Speed-Upgrades probiert. Ob man die nun reinhaut oder pisst, das ist scheißegal, das ist echt, das ist, wie man da in dem Tooltip sieht, es ist egal. So, zwei Reihen werden immer von einem Cobblestone-Generator versorgt. Dieser Cobblestone-Generator hat ein paar World-Interaction-Upgrades und hat ein paar Speed-Upgrades. Und der letzte, an der letzten Reihe, da gibt es auch eine Besonderheit. Da sieht man das schon, wenn man so ein bisschen so dazwischen guckt. Da habe ich schon mal vorbereitet Cryothium. Stimmt nicht. Pyrothium, nicht Cryothium. Bei Cryothium würde was anderes passieren, als hier zu brennen. So, wenn man jetzt oben da in meinen Tooltip reinguckt, dann sieht man hier bei dem Crucible über der Lava Melting Speed 2,0. Bei diesem Pyrothium sieht man Melting Speed 7,0. Und aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, sind die hier alle voll. Warum? Weil das zu schnell geht. Weil der Tank vielleicht nicht hinterherkommt. Ich weiß es nicht. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde mal den Tank hier hinten abreißen. Das ist mir nämlich jetzt erst aufgefallen. Also vorher war das halt nicht so der Fall. Ja, es kann jetzt natürlich sein, dass die Pipes dafür nicht ausreichen. Es kann natürlich, also, ich werde jetzt mal ganz blöd sagen, das können jetzt viele Faktoren sein, die ich da jetzt erstmal ausmachen muss, an welchen es liegt. Der lädt sich hier immer noch nicht. Why not? Okay, das Ding ist jetzt aber voll. Dann kommt jetzt vielleicht die Lava auch endlich mal hinterher. Also das Einzige, was ich mir nur erklären könnte, ist, dass die Transfer-Node Liquids, beziehungsweise es ist falsch, dass diese Transfer-Pipes nicht hinterherkommen. Dann, Kalle, sollten wir umbauen. Dann sollten wir irgendwas von, Thermal Dynamics verwenden. Aber da kümmern wir uns offscreen drum. So, wir gehen jetzt einmal in die Overworld. Into the Overworld. So. Da steht mir schon ein Kalle im Weg. Dann brüllt mir noch einer Klaus ins Ohr. Also wie man sieht, ich habe hier in der Zwischenzeit, also jetzt ist der Lavatank hier auf jeden Fall voll. Ich glaube, der Lavatank kommt nicht hinterher. Bin hier gerade runtergefallen. Ich habe in der Zwischenzeit, habe ich hier nochmal, ach guck mal an. Habe ich nochmal so einen zweiten Lava-Generator hinterher gebaut. Und so wie es mir scheint, kommt jetzt endlich, also die Energieproduktion kommt immer noch nicht hinterher. Aber der Lava scheint jetzt auf jeden Fall wohl hinterher zu kommen. Klado, bau mal. Warte mal. Hardened. Nicht mit T, sondern mit D. Auch nicht. Hard. Ich bin zu blöd für das Wort. Da haben wir sie doch. Hardened Fluid Ducts. Mit Invar und Hardened Glass. Bau da mal bitte so. Musst du mal abzählen, wie viel wir da bräuchten. Weil wir bräuchten dann nämlich auch eine ganz. Oh nee, bau mal lieber nicht. Ich muss eine Alternative mir überlegen. Da muss es noch was anderes geben. Oder wir müssen doch mit den Energien switchen. Das Problem an der Sache ist, mit den Energien zu switchen. Bei unserer momentanen Konstruktion, dass wir halt einmal Sand durchsieben lassen, kriegen wir bis dato gerade mal 2511 Jellorium. Und da brauchen wir auf jeden Fall viel, viel mehr. Weil wenn wir einen Reaktor bauen, dann müssen wir natürlich auch gleich das Achievement im Auge behalten. Achievement ist ein wunderbares Stichwort. Was haben wir denn jetzt? Farming Age waren wir fertig. Angel Block, nö. Travel to the Deep Dark, Hammer. Travel to the End, kill the Nether Dragon, Dragon Egg, bla bla bla.
passiv. Genau, hier haben wir es. Einmal sollen wir einen passiven Reaktor bauen, dann sollen wir einen aktiven Reaktor bauen und dann noch ein Maximum Size. Also da würde ich dann gleich passiv den dann auf aktiv umbauen und dann Maximum Size Reaktor würde ich gerne alles so, ne? You know what I mean? Nach und nach, ne? Ja, ich würde das dann gleich gerne hintereinander wegmachen. Bei Maximum Size, da muss ich noch einmal in die Konfiguration gucken. Ich glaube 32x32 ist die maximale Konfiguration. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ne, müssen wir auf jeden Fall gucken. Use an Ender Query. Okay, aber ich hatte ja eigentlich noch was vor. Ich habe mich da jetzt gerade schon wieder festgelesen. Und zwar, wir müssen ja hier noch jede Menge ans Applied Energistics anbauen. Kann man so machen. Ist dann halt nur irgendwie ein bisschen scheiße. Ich muss mir sowieso noch überlegen, wie wir das alles am besten machen. So, weil wir brauchen natürlich auch so ein paar andere illustre Dinge. Das hat man hier im AI vorhin schon gesehen. Wir brauchen jetzt langsam so ein Automatik-Crafting-Apparat, alle mögliche Scheißkram hier. Ich weiß immer gar nicht, wie das geht. So, dann habt ihr diese Screenshots gesehen bei Facebook. Also zumindest von mir wahrscheinlich. Weiß ich, Kalle, hattest du auch was hochgeladen? Nee. Hattest du nicht. Okay. Also, der Jutta Klaus ist neulich hier zu Gast gewesen. Allerdings nur, um uns ein bisschen zu helfen und ein paar Ratschläge zu geben, was Applied Energistics angeht. Denn ich habe arge Probleme gehabt mit dem Autocrafting, da hinterher zu kommen. So, AE2. Denn ich wurde ja auch immer wieder auf diesen Mod verwiesen, aber wenn hier nur ein Pattern-Encoder drin ist und Crystal Growth Chamber, dann weiß ich nicht, was ich mit diesem Mod soll, wenn da irgendwelche anderen Sachen mir genannt werden, die in diesem Modpack nicht vorhanden sind. Dann bringt mir der Mod nichts. Und dann, ja, auch so geil, dann musst du den Mod mal aufrufen und dann musst du mal suchen. Warte mal, ich suche mal bei zwei Sachen. Oh, ich habe nichts gefunden. Oh. Oh, habe ich wohl nicht richtig geguckt. So, warte mal. Ich hatte ja noch was anderes vor. Ich wollte mal in die Optionen gehen. Video Settings. Einmal die GUI auf normal stellen. Das ist jetzt halt etwas kleiner als sonst. Ich hoffe, das beeinträchtigt das Ganze nicht. Schreibt mir bitte unter dieses Video, wie ihr das jetzt so findet. Ob ihr das jetzt für euch irgendwie störend findet, wenn ich die GUI auf normal habe. Also für mich persönlich ist es so, dass ich ein klein wenig dichter an den Monitor rutschen muss. Weil ich fast gar nichts mehr erkennen kann. So, wir brauchen ME Interfaces. Bauen wir mal. Bauen wir nicht. Warum nicht? Warum bauen wir das jetzt nicht? Wie hatte ich dich noch? Wo bist du denn jetzt? Und ich sollte vielleicht doch mal so langsam aber sicher auf eine Facecam umsteigen. Denn ich habe, glaube ich, gerade eben schon wieder so göttlich dumm aus der Wäsche geguckt. So, wahrscheinlich einen dahin. Einen dahin. Und jetzt müssen wir noch Glas holen. Glas haben wir hier drin. Normales Glas. Gib mir mal einen Stack am besten gleich. Ich habe keine Ahnung, wie viele ME-Interfaces wir brauchen werden. Aber ein paar werden das wohl werden. Ja, vier. Wer zählen kann, ist klar im Vorteil. So, dann brauchen wir hiervon noch drei Stück. Und dann brauchen wir davon noch. Ja, ist egal. So, das einmal so drumherum. Und dann das nochmal so drumherum. Und dann geben wir die vier. Wunderbar. So, wir haben jetzt vier ME-Interfaces. Das ist schon mal wunderschön. Du gehörst da irgendwo hin. Ach Mann, verarsch mich nicht. So, und dann brauchen wir etwas, das irgendwie genau, ihn hier, Molekular-Assembler. Boah, Alter, das ist Rezept 1 zu 1. Alles klar, wir brauchen noch mehr von diesen Kernen. Formation Core und Annihilation Core. Also wo der Trend jetzt hingeht, das kann sich hoffentlich jeder ungefähr denken und vorstellen. Ich versuche so viel wie möglich onscreen zu machen. Aber ich denke mal, in naher Zukunft werde ich doch mit ein paar kleinen Cuts arbeiten müssen. Weil es reicht doch alles schon wieder hinten und vorne nicht, Leute. Was soll ich denn noch machen? Kalle, sag du doch mal. Was soll ich denn... Das war auch noch falsch. Sag keine du doch Ahnung. Mal. Aber davon eine ganze Menge, ne? Ja. Das war jetzt irgendwie auch schon wieder nicht richtig. Hä, bin ich denn... Bin ich nur doof? Annihilation Core. Das gelbe, das ist hier Logic, dann Flugstast und Pure Neta oder Neta. Achso, ich hab... Gut, okay, mein Fail. That was my bad and that was she said. Hm? So, wie geht der andere? Wie heißt der andere hier? Formation Core?
Ja, der ist jetzt mit Zerto. Verarschen, weil ich doch gerade da drin gehabt. Hä? Zertos-Quarz. Komisch, diesmal funktioniert es. Ist ja merkwürdig. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Crafting-Tables. Dann nehmen wir uns hier mal ein bisschen Holz. Dann machen wir mal 16 Stück gleich. 16 werden wir davon erstmal natürlich noch nicht brauchen. Die Betonung liegt immer wie immer auf erstmal. Und dann brauchen wir Molekular-Assembler. Quarzglas haben wir da. Das haben wir nämlich hier. Oh Gott, ob ich auf normal weiterspielen kann, weiß ich noch nicht, weil meine Augen müssen sich erstmal daran gewöhnen. Das ist ja furchtbar. Wo ist denn mein Eisen? Siehst du, da geht's nämlich schon los. Wo ist das Eisen? Da ist das Eisen. So, und dann brauchen wir erstmal 5 Stück. Und 5. Natürlich habe ich nichts vorbereitet im Vorfeld, weil warum auch? Und ein Smart Cable brauchen wir. So, und dann bauen wir das Ganze hier mal so hin. So. 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 Nein. Ja. So. Und jetzt wird das Ganze so an unser AE angeklemmt. Und er belegt gleich 4 Channels. Da hat Klaus mir auch nochmal... Hier, guck mal. 0. Ah, jetzt hat er alle. Da hat Klaus mir auch nochmal ein paar Tipps gegeben, was man da dann so machen sollte und könnte. Und ja, das werden wir in naher Zukunft auch noch machen. So, das ist jetzt erstmal praktisch quasi so gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, die Crafting-Einheit. Oh Gott. Nagelt mich jetzt bitte nicht auf die Worte fest. Ich bringe das zur nächsten Woche nochmal. Zur nächsten Woche nicht, sondern zur nächsten Folge. Ich kann euch auch nochmal sagen, Begründung hierfür ist, ich will diese Scheißdinger hier, ne, mit diesen Presses, die Scheißdinger, die will ich automatisieren. Ganz dringend, weil das ist kein Zustand, das alles so immer hin zu craften. Jeden einzelnen Schritt zu craften. Und dann brauchen wir unglaublich viele ME-Storage-Buses, wir brauchen ME-Dense-Kabel, wir brauchen, ja, und noch mehr. Mindestens. So, jetzt brauchen wir, was brauchen wir denn jetzt erstmal? So ein Pattern-Ding brauchen wir. Applied Energies, ja komm hier, Pattern, was kriegen wir da? Kriegen wir da jetzt das Richtige? ME Pattern Terminal, das sieht schon mal gut aus. Dafür brauchen wir schon wieder, Alter, so ein Ding hier. Dafür sollten wir alles da haben, hoffe ich. Nee, kein Redstone. Na gut, dann holen wir gleich mal Redstone. Und Eisen, doch, Eisen haben wir hier. Und ist im AE keins? Was? Ich crafte nicht am AE. Ich hole das aber aus dem AE. Achso. Ja, das mache ich. Ups. So. Ja, das tust du. Ha! Naja. So, was müssen wir jetzt haben? Im E-Terminal, soweit sind wir noch nicht. Das hier brauchen wir. Siehst du, und da geht's schon wieder los. Da kommen wir jetzt nämlich nicht weiter, weil jetzt geht's nämlich wieder ans lustige, fröhliche Processing-Gelumpe, Gemache, bla. Kann man da schon irgendwas vorbereiten? Jetzt so, vielleicht? Wenn ich meinen Zettel finden würde, bestimmt. Guck mal, da habe ich mir das extra alles schön aufgeschrieben auf dem Zettel. Und wo habe ich den Zettel gelassen? Richtig, im Müll. Nein, habe ich nicht. ME Interface Terminal Crafting Unit. Crafting Unit. Schlimm, scheiße. Wir brauchen auch noch diese Crafting Unit. Erinnerst du dich? So halb. Crafting. Also wir brauchen erstmal so eine Crafting Unit. Und, oh Gott. Gut, heute eine etwas kürzere Folge. Ich muss halt diese ganzen Calculation-Scheiß-Dinger noch fertig machen, damit wir vorwärts kommen. Und ja, dann geht's beim nächsten Mal weiter mit dem ganzen Müll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut rein und tschüss. Ciao.